Hey Leute, willkommen zu meinem 117. YouTube-Video. Heute gucken wir uns ein paar Art Supplies an, die ich an einem ungewöhnlichen Ort gekauft habe. Und zwar auf der Website von Zara Home. Eigentlich war ich auf der Seite, um mir Weihnachtsdeko zu kaufen. Ja, was heißt kaufen? Eigentlich wollte ich nur gucken, was die so haben. Dann habe ich da aber die Schreibwaren entdeckt, habe da drauf getippt und voila, es tat sich eine ganz neue Welt von Schreibwaren auf, die es nur bei Zara Home gibt. Und ich dachte, okay, schlägst du jetzt mal zu. Und ich habe mir ein paar Sachen geholt. Du erstmal nicht. Ein Radiergummi. Ich weiß nicht, ich glaube 1,99 hat der gekostet. Ich glaube, das ist eine 1. Ja, mehr wäre auch ein bisschen zu teuer, ne? Ein Notizblock, aber mit Blankoseiten. Der war so teuer. Ich dachte, hä? 11,99. Warum? Das ist so ein Band. Was geht ab, ne? Das Ding sieht aus, als wenn es nur 1,50 kosten würde. Das Ding sieht aus, als hätte es ein Kind in der Schule selber gemacht. Und wir haben hier Buntstifte. Zara Home Color Pencils. Auf die bin ich auch sehr gespannt. Die haben gekostet 19,99 für 24 Stück. Es ist okay. Ich würde sagen, die sind in der Preiskategorie von den Goldfarbern von Faber-Castell. Vielleicht ein bisschen günstiger noch. Und den habe ich auch geholt. So einen wollte ich schon immer haben. Das ist so ein Blackwing. Also ein Bleistift. Den muss ich noch anspitzen, sonst sieht der da hinten so aus. Und der hat hier hinten so ein Radiergummi. Die sind ganz bekannt und eigentlich sollte man die mal ausprobiert haben, ne? Der kostet 3,99. Schon teuer, die Sachen. Das nervt mich total. Doll. Wir werden heute auf jeden Fall mal gucken, wie sich diese Buntstifte und das und das und das schlagen werden. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wir packen das jetzt mal hier alles aus. Oh nein, Verpackungen, ne? Mein Erzfeind. Oh, der ist rund und der ist weich. Der ist richtig rund. Was soll das denn heißen? Der ist rund, so wollte ich sagen, und richtig weich. Der ist so samtig irgendwie. Und jetzt machen wir mal das hier auf. 11,99, ne? Ich kann es nicht fassen. Ist das alles? Die Seite geht nur so viel auf? Das ist so, das sieht aus wie so selbstgemachtes Papier irgendwie. So selbst zusammengeschnittenes, weil die Seiten sind nicht alle gleich. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Es riecht aber nicht wie Baumwollpapier. Es ist, glaube ich, was auch sehr gut ist, recyceltes Papier. Aber was zum Zeichnen halt ein bisschen arg schwierig ist, recyceltes Papier. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Und jetzt kommen wir zu den Buntstiften hier, ne? Ist auch süß hier mit der Schleife, ne? Die Verpackung ist hammer umweltfreundlich. Das ist schon Thumbs Up, Zara. Obwohl, naja, Fashion-Industrie und Umweltfreundlichkeit, ne? Kann man ja ein ganzes Liedchen von singen. Aber heute geht's hier um die Buntstifte und um nichts anderes. Die Verpackung ist ein bisschen Struggle. Ja, oh, die sind kurz. Nur mal zum Vergleich, das ist ein Stift mit einer normalen Länge und das sind die Buntstifte jetzt. Aber, was man hierzu jetzt sagen muss, die bestehen halt komplett aus Mine. Da ist kein Holz drumrum, das macht es wieder ein bisschen wett. Da ist kein Holz dran, das ist komplett Mine. Hier hinten sieht man das auch nochmal, da ist halt kein Holz dran. Der ganze Stift fühlt sich sehr glatt an und lässt sich halt auch komplett, ne, anspitzen. Also da ist halt kein Holz dran. Und hier sieht man jetzt auch nochmal, es ist wirklich nur eine Mine, kein Holz. Alles hier dran ist Buntstift. Naja, ist bunt. Beim Rausholen ist mir jetzt aufgefallen, dass die hammerglatt sind. Ich habe wirklich Angst, dass die mir runterfallen und kaputt gehen. Weil wenn da kein Holz drumherum ist, dann können die schneller brechen. Und einfach, oh Gott, allein das Geräusch macht mir schon Hammerangst. Sie können halt wirklich schneller einfach bapp durchbrechen, kaputt gehen, einmal runtergefallen und zack, die sind kaputt. Was sind das für Geräusche? Bapp, zack. Ja, also davor habe ich ein bisschen Angst. Aber wir nehmen uns jetzt einfach erstmal unser Papier. Was ist das für ein Block, ey? Ich dachte, oh, voll ästhetisch. Das sieht voll gut aus. Das sieht aus wie so ein selbstgemachtes Ding, ey. Das ist hässlich. Okay, mit welcher Farbe fangen wir an? Muss ich den jetzt anspitzen? Ich weiß nicht. Ich benutze selten komplett Minenstifte. Wir spitzen den an. Seht ihr das? Das ist kein Holz. Ich weiß nicht, ob ich ein Fan davon bin. Guckt mal. Guckt euch das mal an. Und jetzt swatchen wir mal einen Stift nach dem anderen auf diesem Papier, wovon ich noch nicht so überzeugt bin von. Also, ach, ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass es reißt, weil das fuselt sich ja hier jetzt schon komplett auf. Wir gucken jetzt mal, ob es am Stift oder am Papier liegt. Deswegen benutze ich jetzt mal Polychromo. Es ist ein bisschen was von beidem, würde ich jetzt sagen. Um sicher zu gehen, nehme ich jetzt nochmal anderes Papier. Hier so ein Block von Upgrade. Hi, Upgrade. Der Zaga-Stift. Oh nein. Ui. Hier ist er viel besser. Ich glaube, das Papier taugt nicht. Wofür soll das gut sein? Ich weiß jetzt nicht wirklich, wofür dieses Papier gut ist. Ich glaube, Kugelschreiber und Bleistift. Tinte würde aufgesaugt werden. Aquarell würde aufgesaugt werden. Eigentlich alles. Buntstifte fiemeln das auf. Bleistifte würden das, denke ich, auch auffiemeln. Also eigentlich nur Kugelschreiber. Es ist nicht zum Zeichnen, es ist eher einfach ein kleiner Notizblock, der wirklich, wirklich sehr, sehr hässlich aussieht. Ja, vielleicht könnte man hier vorne was draufmalen, aber wenn das hier so ist wie das hier, dann nein, danke. Damit wir einen guten Eindruck von diesen Buntstiften hier kriegen, mache ich auf diesem Papier hier weiter. Ich mache jetzt einfach ein paar Swatches. Wir sehen uns nach den Swatchies.
Ich habe die jetzt alle einmal benutzt, bis auf weiß, weil es macht, glaube ich, keinen Sinn, weiß auf weißem Papier zu benutzen. Oder komm, können wir jetzt auch nochmal. Wie man sieht, sieht man nichts. Tada. Auf jeden Fall, was mir auch selber erst beim Zeichnen aufgefallen ist, absolut nervig, dass da nicht eine einzige Nummer oder irgendwie eine Farbbezeichnung, irgendwas, das mir sagt, dass dieser Stift diese Nummer hat, dass dieser Stift diese Farbe hat, weil... Wartet, ich zeig's euch. Guckt euch mal diesen Stift an, ne? Man denkt, ah ja, so ein leichtes Kotzbraun, aber wenn ich dann mit dem male, was? Das ist doch eine komplett andere Farbe. Woher soll ich denn wissen, dass dieser Stift diese Farbe hat, wenn es hinten nicht draufsteht? Oder guckt euch mal diese drei Stifte an. Was? Wie soll ich die auseinanderhalten? Die beiden sehen absolut gleich aus. Ich misch die mal durch. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt an eurer Zeichnung und ihr greift einfach nur so nach den Stiften und bleibt aber dabei bei eurer Zeichnung so. Ihr verlasst euch da drauf so und es sind komplett andere Farben und du denkst dir so, why? Why? Warum tut ihr mir das an? Ich habe keine Geduld für sowas. Also das hat mich extrem aufgeregt. Sonst, nice Performance. Ich mag den Farbabrieb. Sie sind nicht zu weich, nicht zu hart. Eigentlich ganz angenehm. An dieser Farbe hat mich ein bisschen gestört, dass der Stift härter ist. Also der ist ein bisschen anders irgendwie. Das ist mir aufgefallen. Aber sonst sind sie ganz nice. Ich mag die Pigmentierungen. Ich mag die Farben bis auf jetzt die. Also die, das ist glaube ich... Seht ihr? Ich weiß nicht, welche Farbe. Ich glaube, das war die hier. Jetzt kommen wir aber zum Härtetest. Wir werden ein Bild zeichnen mit diesen wunderschönen Buntstiften. Und dabei werden wir auch diesen Bleistift hier mal ausprobieren. Auf den bin ich echt immer noch sehr gespannt. Digga, die irgendwie werden wir auch einmal ausprobieren. Aber wir werden nicht dieses Papier hier benutzen, weil das ist nicht wirklich für Bleistift- oder Buntstiftzeichnungen gedacht. Und ich will mir das nicht antun. Also weg damit. Wir nehmen dieses Papier. Fangen wir mal mit der Skizze an. Fertig mit der Skizze. Was mir jetzt aber eingefallen ist, ich habe den Gradiergummi noch gar nicht benutzt. Soll ich jetzt einfach random irgendwas weggradieren? Ah, der ist gut. Ja, ist halt ein Gradiergummi. Und den Bleistift habe ich jetzt auch ausprobiert. Ja, ist halt ein Bleistift, ne? Der fühlt sich schon ein bisschen, also besser an, würde ich jetzt sagen. Der ist schon nice. Aber ist halt ein Bleistift. 4 Euro, ich weiß nicht. Schon teuer für so einen Bleistift. Holt euch lieber einfach die matten Bleistifte von Faber-Castell. Da seid ihr besser dran und die sind auch noch günstiger. Das muss ich hier... umkneten. Jetzt habe ich die Skizze ja schon fast wegradiert, ohne zu sagen, was es werden soll. Ein Mistelzweig, weil ich dachte, wir sind so kurz vor Weihnachten. Also können wir hier doch auch mal ein bisschen weihnachtlicher werden. Fangen wir einfach mal an. Wir grundieren das Ganze jetzt mal hier mit dem Rot. Was mir noch aufgefallen ist bei diesen Buntstiften, wir haben sehr viele Rottöne, aber irgendwie kaum Blautöne irgendwie, so helleres Blau. Wir haben ein helles Blau, das andere ist Türkis. Und die anderen sind total dunkel. Damit ihr mir jetzt hier die ganze Zeit nicht zugucken müsst, wie ich die kleinen feinen Details einzeln reinzeichne, kommt ihr mal in ein Stativ und dann mache ich ein Timelapse-Video. Bis gleich, Leute. Ich bin jetzt fertig geworden und ich muss sagen, ich habe hart gestruggelt. Die Stifte sind so rutschig, dass ich sie kaum richtig festhalten konnte und das Hammer anstrengend war für meine Finger. Die Farben passen kaum zueinander. Sogar diese Rottöne passen nicht wirklich zueinander. Das ist zu orangig. Die beiden sind fast gleich hier, die beiden. Die beiden sind irgendwie zu lila stichig. Also es ist alles ein bisschen komisch. Die Grüntöne passen nicht zusammen. Man kann sie kaum richtig verblenden. Ich habe es versucht. Wie sehen die Blätter aus? Es sieht doch katastrophal aus. Ich konnte die Farben kaum verblenden. Auch bei den kleinen Bären war es extrem schwer, Farben zu blenden. Das ist ein bisschen seltsam gewesen irgendwie. Und das, obwohl sie eine angenehme Konsistenz hatten die ganze Zeit. Also ich habe nicht verstanden, was los war. Wenn ich sie angespitzt habe, war mir die Spitze teilweise zu spitz, sodass es das Papier kaputt gemacht hat oder dass ich einfach zu harte Kanten hatte, weswegen ich dann auch wieder nicht verblenden konnte. Also es war ein Struggle von Anfang bis Ende. Ich habe kurz immer wieder innegehalten und gedacht, machst du das jetzt weiter? Und dann habe ich es doch irgendwie noch fertig gemacht, aber es sieht halt katastrophal aus, ne? Holt euch für das Geld lieber Goldfarberstifte oder andere bessere Stifte in dem Preissegment. Ihr könnt euch gerne meine anderen Videos dazu angucken. Aber die sind's nicht. Nein, tut mir leid. Und die sind so rutschig. Die sind so unangenehm zu halten. Habt ihr euch eigentlich schon dieses Video hier angeguckt mit all meinen Buntstiften? Wenn ja, dann guckt euch doch dieses Video an. Habt ihr bestimmt sicher auch Spaß dran. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!